Liebe erkennt zu den Songfreunde. Übermorgen heißt es wieder EDDS Live ab 19 Uhr auf diesem Kanal mit Finch, Issa Graf, Echo Fresh und Ron Bielecki. Schaltet ein, seid dabei, es wird geil. Zu meinem Herzen, da gibt es viele Schlüssel. Doch wenn du die richtige bist, bekommst du den richtigen Schlüssel. Hallo, ich bin Benjamin Walter. Ich bin Benjamin Walter. Und ich bin Entertainer. Und ich bin Entertainer. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song? Eurem liebsten Musikformat im Worldwide Internet mit euren beiden Lieblingstwins. Heute gibt es wieder ein Brüderduell. Wer zuerst 7 Songs richtig errät, darf die goldene Ananas berühren. Von meinen Brüdern bist du mein Lieblingsbruder. Und ich glaube, wir stehen uns noch näher als deine beiden Schenkel. Also ich würde sagen, das kann nur gut werden, mein Bruder. Heute keine Gnade, Benny. Du, ich lasse eh keine Gnade zählen. Kein Doch, gehört zu meinem Sprachfehler. Folgt uns gerne auf Instagram, macht bei uns jeweils die 60.000 voll. Und wie ich jeden Monat bei mir auf meinem Privatkonto. Und ja, was soll ich euch sagen? Daumen nach oben. Ich mach das jeden Tag. Was machst du falsch? Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und... Achso, ich habe noch ein Gastgeschenk für dich dabei. Gleich. Los geht's. But I have a talent, a wonderful thing. Aber thank you for the music. Hey. Natürlich unser Intro-Song von Erkennst du den Song? Ich hatte damals ja zwischenzeitlich das, den Intro-Song mal geändert. Erkennst du den Song? Kam nicht so gut an und ich habe ja gesagt, wenn wir den Comedy-Preis gewinnen, dann ändere ich das Intro wieder und das habe ich getan. Ihr habt es ja zu den Königin, Comedy-Königin gekrönt und deswegen habt ihr eure Hack bekommen. Leute, ich hoffe, ihr seid glücklich damit. Soll ich dir mein Gastgeschenk geben oder später? Später, bitte. Wenn der Morgen kommt. Das sind die Schürzenjäger mit. 3, 2, 1. Amoy, sehen wir uns wieder. Keine Ahnung, die Schürzenjäger Sierra Madre. Ja. Zillertaler Schürzenjäger. Okay. Ja, komm, ja, richtig. Okay. Da fehlt noch ein bisschen was, dann wird der... Ja, aber weil du mir doch gerade voll angegangen bist, das fand ich jetzt fair. Okay. Fand ich echt fair. Alles klar. Fand ich echt fair. Das ist unser Song, wenn wir auf den Wiesen immer den Mords Gaudi abfeiern. Dennis Wolter. Ich euch alle durcheinander. Aber der Koi. Benny, du bist ein Medium. Gibt's die Wiesner? Gibt's die Wiesen dieses Jahr? Warte. Ja. Darf ich dir mein Gastgeschenk geben? Gib es mir, da ist nichts. Deswegen, was für ein Witz ist das? Okay. Okay. Ich hab euch alle durcheinander. Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century. Ist das denn jetzt Robbie Williams Supreme? Richtig! Aber hab ich den nicht damals bei so einer Erkennungs-Song-Live-Sendung falsch gesagt? Das ist Robbie Williams mit Supreme! Hä? Falsch! Robbie Williams Feel! Hast du einen ganz schrecklichen Anzug angehabt und warst total rot im Gesicht, weiß ich noch ganz genau. Ja, ich bin halt auch nicht perfekt und das kommt bei den Leuten nicht gut an. Dieses Mobbing. Ich habe auch übrigens ein Geschenk für dich. Ich reiche dir die Hand. Alles klar. Hält die nochmal! Oh, wie heißt die Frau? It's All Over von Dieter Bohlen und Diane Warwick. Ja! Diese
einziger Perle hast du, glaube ich, mein Büro einfach mal, du hast sie gefunden. Ja, diese Perle habe ich mal gefunden, weil ich mich am Tag im Büro gelangweilt habe und einfach Songs gegoogelt habe. Mein Tipp, schaut euch das Musikvideo an, denn da seht ihr, wie Dieter Bohlen Mundharmonika spielt, aber er hat gar keine in der Hand, er macht nur so. Man sieht nur das hier, war wahrscheinlich ein Pressetermin, denn Dionne Warwick ist die Cousine gewesen, oder ist sie immer noch, von Whitney Houston. Und deswegen war es wahrscheinlich ein Pressetermin, schnell Dieter, Musikvideo drehen. Hello Dionne, let's do this song together, it's all over. Oh. Rückwärtsrunde. Rihanna, like diamonds in the sky. Diamonds. Nee, das diamonds ist die erste Antwort. Rihanna, diamonds in the sky. Ich hab vorher gesehen, ich hab vor mir diamonds gesucht. In the sky. Das war eben dein Zillertaler. Das war's, bei dir, bei dir hat Zillertaler raus. Gefehlt. Diamonds von Rihanna. Ja! Komm raus da aus der Ecke. Werde mal im Regelwerk kramen, ganz kurz. Ganz oben im Regal. Ob das funktioniert, ich glaube nämlich nicht. Ich halte mal eben die Leitung. Erst Antwort falsch, muss ich gucken. Ist unter E. Unter E, ja. Mhm. Wenn sich der Spieler jedoch in den nächsten anderthalb Sekunden. Okay. Hat der Spieler ein besonders kleines Glied. So muss der Punkt gegeben werden. Ja, dann ist natürlich klar. Punkt geht trotzdem an dich. Danke. Bringe die Felix Lobrecht mal zurück. Der kommt im Supermarkt so schwer ins unterste Regal. Fuck you! Jetzt kommt der! Das ist ein Zeitspiel! Lena pur! Das musst du mal sein lassen! Was denn? Müsst ihr mal lernen! Was denn? Fuck you! Es ist alles Zeit okay. In dem Kopf, die rattert! Letzte Verwarnung! Aber das habe ich echt nicht dafür benutzt. Ja, trotzdem auch, dann lass diese Schimpfwörter grundsätzlich mal sein. Okay, ja gut, das ist natürlich klar. Trifft nämlich okay. Dein Ziel. Nein! Ja, das ist die Frage, ob das... Ja, komm! Nee! Das ist auf jeden Fall ruhig. Nee, das ist aber Zeitspiel. Park. Das ist Zeitspiel. Nump mit Jay-Z. Nump in Chor. Yep. Okay. Auf den Refrain warten. Linkin Park, definitiv Nump. Ich hab ja. Erst Linkin Park Nump gesagt. Nein, Nump in Chor hast du gesagt. Nee, Nump, dann hab du ich gewartet, hast du so gemacht, hab ich den Chor und Jay-Z. Du hast Jay-Z, ist ja nicht dabei. Ja, aber ich hab erst du hast Nump gesagt. Linkin Park, Jay-Z, Nump in Chor. Nein, falsch. Ganz viele Falschinfos. Speicherkarten checken. Das hab ich nicht gesagt. Nein, du hast Jay-Z schon angehangen. Was ist schon de facto falsch? Ich schwöre, gib mir deine Hand. Mit Anlage Corona. Mit Anlage. Ich habe Linkin Park Nump gesagt. Nein. Und dann hast du so gekriegt. Genau. Ich hab Nump, da hast du, dann hättest du normalerweise, du sagst, warte, nein, ganz kurz, geguckt. Ich möchte ganz kurz holen. Der Mann hat einen Silberblick, ich möchte einmal ganz kurz sagen, hättest du sagen müssen, richtig, was kam da so? Nee, weil du, genau, nein, aber das war ja meine Antwort. Du hast bei mir perfekt gesehen, wie man antwortet. Linkin Park Nump, oh, gut, dann gibt's einen Punkt hinter. Und ich, von mir aus, ist okay. Jay-Z. Der zweite, die dubiose Punkt. 4-3. Ich verstehe, warum der Lobrecht das nicht immer hasst, weil wenn du spielst wirklich mit unfairen Mitteln. Du bist hier, du haust alle Vokabeln um, die du kennst und sagst dann, such dir dann die richtige Antwort raus. Okay. Die muss kommen. Journey, don't stop believing. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Das war auch der Song von unserem 1-Million-Abo-Special. Der liegt im Hintergrund. Hast du ja. Gar nicht geguckt, ne? Ich hab's geschnibbelt. Ach so. Du bist jeden Weg mit mir gegangen. Liebe des Lebens. Nico Specht, Liebe des Lebens.
Die Liebe des Lebens. Ja! Jetzt und bevor du erklärst, wer es ist, ich muss leider so streng sein, der Song muss direkt richtig sein. Believing, Don't Stop Believing wäre auch falsch von mir gewesen. Nee, das wäre richtig. Es ist ein absoluter Banger. Geht mal auf das Video, wir haben es verlinkt in der Infobox. Ihr müsst einfach mal euch das Lied gönnen und ich möchte, dass ihr dazu heiratet zu diesem Song. Oder beerdigt werdet, eins von beiden. Earth, Wind and Fire, do you remember? Earth, Wind and Fire, September. Boom! Boom! Dampflok! Das ist der Song, der gespielt wurde, als wir den Comedy-Preis gewonnen haben 2020, wo wir im letzten Jahr mies beschissen wurden. Aber trotzdem, geile Leistung. Und deswegen erinnere ich mich immer an diesen Song. Mhm. Und das ist auch an den erinnere ich mich immer, wenn ich steif bleiben muss. Dann versuche ich mir den Kopf reinzuholen. So ein Sausack, dieses ganze Trash. Wieso? Körperlich? Wir haben hier Damenbesuch im Studio und du machst so eine Sauerei. Was, dein Stolbart dann ist da? Die muss da sein, um dich abzuführen nachher. Alle Sachen davon reden. Strafvollzug. Ich geh allein am Strand. Allein sein ist gefragt. Die Buberts Hello Again. Yo. Ich schau übers Meer nach oben und denke nur an dich. Okay, ich sag jetzt die kürzere Version, weil ich die längere falsch. Die Buberts Corona. Corona, du musst gehen. Ich will dich nie wiedersehen. Alexander Markus Hundi. Jetzt zeigst du mir wieder ein wahres Gesicht. Wie ist das denn passiert? Ja! Und ich bin so fair, ich bin Entertainer. Und damit gewinnt Dennis. Erkennst du den Song, das Duell zwischen meinen Zwillingen? Ja! Denn ich werde in den Kommentaren nicht Prügel bekommen. Das wirst du, was ich. Ich bin glücklicher als beim Comedy-Preis gerade, ehrlich gesagt. Mehr Adrenalin. Ich bin ja noch nüchtern. Ja. Wenn ihr Bock habt, mal zwischen uns zu stehen. Oder habt ihr mal Lust, privat zwischen uns zu liegen? Dann bitte per Instagram-DM an Benjamin Wolter. Ganz hart. Der ist verifiziert, hat einen blauen Haken. Ich will mir mal alle Wünsche an und versuche sie bestenfalls. Dann schreibt doch jetzt mal eure Begründung in die Kommentare. Welches Gastgeschenk bringt ihr uns mit? Oben gibt es ein ganz, ganz tolles Video von unserem Lieblingsfunkkanal Parshat. Und unten gibt es die letzte Folge. Kennst du den Song? Und zwar unser Duell. Wer da gewonnen hat, boah, das werdet ihr nie glauben. Das ist der Hammer. Auf Wolters Wiedersehen und Farewell.